In Bielefeld haben sich mehr als 6000 Menschen einem Aufmarsch von Rechtsextremisten entgegengestellt. Die Neonazis hatten eine Kundgebung gegen ein Arbeiterjugendzentrum angemeldet. Die Polizei trennte diesen Aufmarsch mit mehreren Hundertschaften von den Gegendemonstranten. Einige Linksautonome sollen von einer Brücke Steine auf die Rechtsextremisten geworfen haben. Vier Demonstranten aus dem linken Lager wurden vorübergehend festgenommen. Bielefeld setzt ein klares Signal gegen rechts. Rund 6500 Menschen demonstrierten heute gegen den Neonazi-Aufmarsch. Damit kamen auf jeden der 68 Rechten fast 100 Gegendemonstranten. Und das trotz des ungewöhnlichen Termins. Was die gerade hier machen, ist Rassismus. Und wir sind hier, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und gegen Faschismus. Da muss man auch an Heiligabend und jedem anderen Tag dafür vorne stehen. Mit der ganzen Familie, weil es heute wahrscheinlich wirklich nichts Besseres gibt, als hier zu sein. Also man muss wirklich Widerstand bieten. Die dürfen hier keinen Fuß auf den Boden kriegen. Unter dem Motto Bielefeld stellt sich quer, hatte ein breites Bündnis zum Protest aufgerufen. Darunter Kirchen, Parteien, Vereine und Gewerkschaften. Dass der rechte Aufmarsch ausgerechnet Heiligabend angemeldet wurde, empfanden Demonstranten und Polizisten als gezielte Provokation. Die Bielefelder Polizei hatte die Aktion zunächst verboten, dann aber aus rechtlichen Gründen unter Auflagen zugelassen. Obwohl mehrere hundert Polizisten im Einsatz waren, kam es zu einzelnen Zusammenstößen. Verletzt wurde niemand. Nach einem gescheiterten Aufmarsch im August stießen die Neonazis heute bereits zum zweiten Mal in Bielefeld auf massiven Widerstand. Gegen 15 Uhr verließen sie mit dem Zug das Stadtgebiet wieder, noch an der Bahnstrecke begleitet von Protesten.